Angeklagten werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Er soll in 18 Fällen Gefangene in einem Militärkrankenhaus in Homs und auch in einem Gefängnis des Geheimdienstes gefoltert und ihnen schwere seelische und körperliche Schäden zugefügt haben. We are, me and I suppose all the victims, all the Syrians who believe in justice, and me personally very grateful for Germany, a state who received a lot, about 1 million Syrians, who start first step with justice.